Zukunftsrennen Europa Cup 3 mit Ehrenpreisen in Höhe von 55.000 Euro. Favorisiert am Wettmarkt ist die 1 Palace Prince mit Andreas Helfenbein für das Quartier von Andreas Löwe. 35 für 10 die Siegquote bei 39 der Gast aus Frankreich. Citron Spirit, Antoine Hamelin reitet für Mathieu Palussier. Und dieses Pferd hat zuletzt in mehr als beeindruckender Manier zwar nur ein kleineres Rennen gewonnen, aber mit 8 Längen Vorsprung und das sah schon richtig gut aus. Also 39 die Quote für Citron Spirit. Dann haben wir bei 68 die 9 Majestic Hope für das Gestüt Brümmerhof. Hier der Reiterwechsel, Eddie Pedrosa sitzt im Sattel. 69 gibt es auch für die 3 Dashing Home. Alexander Peach reitet für Waldemar Hicks und diese Quote ist mit Sicherheit mal sehr interessant. Denn Dashing Home gewann bei seinem Lebensdebüt in beeindruckender Manier in Hamburghorn während der Derbywoche. Danach musste er mit Aufgewicht in einem Auktionsrennen an den Ablauf kommen. Das ist bei Zweijährigen immer so eine Sache für sich mit Aufgewicht. Und 69, also ich bin gespannt, wie dieser Dashing Home laufen wird. Ja, 36 gibt es gar nur für Starwood. Das war ein völlig überzeugender Sieger bei seinem Debüt in Düsseldorf. Adri de Vries für Peter Schürgen, diese Kombination war ja heute schon im Winterkönigin-Trial mit Winnemark erfolgreich. Das ist die Favoritengruppe, Pferde kreiseln auf dem Zirkel für das Zukunftsrennen. So, es geht in die Boxen hinein, ja, und das ist die Grafik, die wir hier seit wenigen Monaten hier in Iffezheim haben. Da sehen wir einmal, wo es gleich lang geht im Zukunftsrennen. Hier sind wir schon ausgangs der Gegenseite im Schlussbogen an der Geläufseinmündung vorbei und dann die letzten 400 Meter, die aus Sicht des Jockeys natürlich dann immer die spannendsten sind. Da geht es richtig zur Sache und dann möchte jeder hier als Sieger über die Linie kommen im Zukunftsrennen 2014. Es geht in die Boxen hinein. Letzten Kandidaten kommen heran, Zukunftsrennen 2014. Wir warten noch auf Tamak. Tamak kommt heran, gelbe Fahne ging nach oben.
Das Zukunftsrennen ist in diesem Moment gestartet an der 1400-Meter-Marke. Der Gast aus Frankreich, Citroën Spirit, hatte den besten Start, übernimmt mit fliegenden Fahnen hier gleich das Kommando. Antoine Melon lässt seinen Partner aber mal mächtig treten dort. Citroën Spirit führt vor Le Tiger Still in zweiter Position. Dahinter sehen wir die Gruppe mit Dashing Home an der Außenseite, Palace Prince, an der Innenseite Majestic Hope, zurück im Feld galoppieren Starwood, Niyama, an der Innenseite ist Tarmac mit dabei und McLam zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es bereits in rasanter Fahrt in den Schlussbogen hinein. Citroën Spirit führt, dahinter Le Tiger Still, Majestic Hope an der Innenseite, Palace Prince, dahinter Dashing Hope, Home von Niyama, an der Innenseite Tarmac, dahinter Starwood und dann McLam. So geht es in Richtung des Einlaufes bereits und Citroën Spirit an der Spitze marschiert. Citroën Spirit vor Le Tiger Still, dahinter sehen wir die Farben von Majestic Hope an der Innenseite, außen Dashing Home an der Seite von Palace Prince. So ist die Zielgerade in diesem Moment erreicht. Citroën Spirit marschiert. Citroën Spirit vor Majestic Hope, Le Tiger Still, dahinter Palace Prince. Oh, da wurde es mal mächtig eng mit Dashing Home an der Außenseite vorne. Marschiert Citroën Spirit und da müssen sich die anderen strecken. Niyama kommt jetzt aber angeflogen aus den Wolken mit Le Tiger Still. Vorne Citroën Spirit von Niyama. Dahinter sehen wir die Farben von Majestic Hope, dann Dashing Home. Aber vorne ist alles entschieden. Citroën Spirit überlegen. Citroën Spirit gegen Niyama. Und dahinter Le Tiger Still vor Majestic Home und Starwood. Der vorläufige Einlauf für das siebte Rennen des Tages, Badener Zukunftsrennen.